Guten Tag. In diesem kleinen Demo-Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in SPSS Daten aggregieren können. Dazu folgendes Beispiel. Im Installationspfad von SPSS finden Sie zahlreiche Datensätze, mit denen Sie SPSS und dessen Funktionen einüben und ausprobieren können. Für das Datenaggregieren habe ich mir folgende SAF-Datei, nämlich die TV Survey SAF, ausgesucht. Und hierbei handelt es sich um hypothetische Datendateien zu einer Studie, die von einem Fernsehstudio durchgeführt wurde, das eben überlegt, ob die Laufzeit eines erfolgreichen Programms verlängert werden soll. Dazu wurden 906 Personen befragt, ob sie das Programm unter verschiedenen Bedingungen ansehen würden. Jede Zeile entspricht einem Befragten und jede Spalte entspricht einer Bedingung. Und nun möchte ich anhand von diesem Datensatz zwei Kategorien zusammenfassen und die Häufigkeit zum Beispiel anzeigen lassen oder unter bestimmten Fallkonstellationen einen Mittelwert berechnen. Das macht jetzt bei diesem Datensatz wenig Sinn, weil ich eben nur Daten vorliegen habe, die nominal skaliert mit 0 und 1 wurden. Das Tool, das ich verwenden möchte, finde ich im Register Daten und heißt Aggregieren. Ich ziehe nun mal dieses Beispiel. Ich habe irgendeinen Grund, der mit Ja oder Nein beantwortet wurde, und zur selben Zeit läuft ein anderes Programm, kein anderes beliebtes Programm für mich, hier als Prägvariablen ausgesucht. Dann setze ich hier unten noch Anzahl der Fälle in einer neuen Variable abspeichern. Die wird jetzt n-break genannt. Dann wähle ich hier noch aus, wo dieser neue Datensatz abgespeichert werden soll. Ich habe dazu die Möglichkeit, aggregierte Variablen zum aktiven Datensatz hinzuzufügen. Das macht meiner Meinung nach nicht immer besonders viel Sinn, weil die Struktur natürlich auch verändert wird. Also wähle ich die zweite Option, dass ich das neu geschaffene Datenset in einer neuen Datei mit einem neuen Dateinamen, das die aggregierten Variablen enthält, abspeichern möchte. Ich habe hier den Datennamen einmal mit Neu-Test benannt, einfach für diese Übung. Und dann klicke ich auf OK. SPSS führt die Aggregierung der Daten aus. Und nun wechsle ich in das neue Datenblatt und sehe hier unter diesen Fallkonstellationen, einer meiner Break-Variablen, sehe ich die Konstellation und die Auswahl. Also, wenn hier eine Antwort Nein gegeben worden ist und auf die Kategorie Board ebenfalls, habe ich hier 408 Auszählungen. In der Konstellation 0 und 1 71, in der Konstellation 1 0 49 und in der Konstellation 1 1 378. Mit diesem kleinen Beispiel wollte ich Ihnen einen kleinen Einblick geben, wie Sie in SPSS Ihre Daten ein wenig anders umsortieren können und verschiedene Auswertungen direkt im Arbeitsblatt bewerkstelligen können. Das hier gezeigte Tool Daten aggregieren lässt sich auf weitere Fälle anwenden, die Ihnen dann in weiteren Videos gezeigt werden.